Jawohl, Gothic 2 und los. Und wir haben heute zwei epische Momente zu feiern. Der erste ist eigentlich direkt hier bei Bennett. Weil unser heldenhafter Held, der so heldenhaft durch die Gegend gestreift ist, hat es geschafft, Erzbrocken zu erringen. 26 an der Zahl. Das ist sogar einer mehr als geplant. Ja, da gab es nämlich noch ein paar in Jarkender und beim Schmied in der Stadt und so. Und hier Lumpen und Erzbrocken. Gönnen Sie sich, mein Schmied. Ich hab hier was für dich. Lass mal sehen. Das will doch keiner mehr. Ja, jetzt baut er was. Ja, wir sind gespannt. Was wird es wohl sein? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, gehört es. Wir warten. Gespannt. Hallo? Ich glaube, jetzt habe ich mich selbst übertroffen. Jackpot. Sie ist perfekt. Antike Erzrüstung erhalten. Jawohl. Geiler Schiert. Wir brauchen Licht. Gutes Licht. Gutes Licht. Nur noch Anbrechung übrig. So weiß er aber auch. Rüstungen. Was ist sie denn? Die super geile antike Erzrüstung. Die Erzrüstung 9000. Ja, 150, 150. Sie ist besser. Ja, jawohl. Sie ist eigentlich für Matt. Ich weiß nicht, ob wir leider die. Oh, nackt. Oh Gott, jetzt muss ich wieder zensieren hier. Mann. Nichts tun. Nichts tun. Vela, ja? Kann ich dir die Rüstung geben? Das wäre mal interessant. Ich habe ein paar Klamotten für dich. Ich habe hier ein paar Klamotten für dich. Kannst du die. Velaya, der antike Erzrüstung. Hallöchen. Oh Gott. Oh Gott, das ist ein Kleid. Oh Gott. Wunderschön, ich liebe es. Okay, wir müssen in die Stadt. Wir müssen in die Stadt. Ohne Mist. Und dann wieder hier zurück. Max, der Freibier. Du machst immer alles total durcheinander. Ja, ich weiß. Ich weiß. So, Habenstadt. In der letzten Folge wurde nämlich ein Schlachtfest angerichtet, beziehungsweise irgendwelche Tore wurden von irgendwelchen Narren geöffnet. Niemand weiß von wem, ja. Und da sind ein paar Orks in die Burg gestürmt und es war kein schöner Anblick, es war alles andere als schön, es war ein Blutbad. Und jetzt müssten eigentlich Grüße, hallo meine Paladine. Ah, da muss man langsam laufen, Leute, langsam laufen. Mit stolz geschwellter Brust läuft der Held hier. Lord Hagen, Chef, ich hab hier eine schlimme Nachricht. Boy? Die Orks haben die Burg im Minental gestürmt. Bei Inos! Was genau ist da geschehen? Irgendwie hat sich wohl das Tor geöffnet. Ja. Irgendwie? Wie ist das möglich? Es muss einen Verräter in der Burg gegeben haben. Doch nicht der Torwächter. Worauf wartet ihr noch? Jetzt, wo die Burg gestürmt wurde, brauchen wir umso mehr Verräter. Aber unser Aufbruch wird sich dadurch nicht lange verzögern. Ich habe jetzt keine Zeit, hau. Worauf war? Jetzt, wo die Burg gestürmt wurde, brauchen wir umso. Aber unser Aufbruch wird sich dadurch. Nicht verzögern, keine Ahnung. Ich dachte, die hauen jetzt ab, alle. Keine Ahnung. Ey, werden wir hier einfach gestört in der Früh. Kann doch nicht wahr sein. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Bring hier alles zueinander. Okay, back to topic hier. Ich dachte, die hauen jetzt ab. Was tun wir denn? Ich wollte dir eigentlich einen schönen Abmarschbefehl hören. Keine Ahnung, zurück zum Großbauern. Regel Nummer 1. Sperrt zu. Meine Kerle. Okay, Torloff. Es hat wohl irgendwie jetzt nicht so. Das Tor zur Burg im Minental ist geöffnet und hat sich verklemmt. Die Orks konnten ungehindert die Burg stürmen.
Die Paladine in der Burg haben schwere Verluste gegen die Orks erlitten. Es dauert nicht mehr lange, schätze ich, bis die Paladine aus der Stadt ins Minental vorrücken, um die Jungs aus der Burg zu holen. Dann steht ja einer Flucht aus diesem verfluchten Landstrich nichts mehr im Wege. Alles cool, ey. Wirst du mir jetzt helfen, zur Insel zu kommen? Ach ja. Du wolltest ja zu einer Insel. Ich mach dir einen Vorschlag. Du zahlst mir 2500 Goldmünzen und ich führe dein Schiff. Nein. Dafür werde ich dich dort auch in Stärke und Geschick unterrichten, wohin du auch immer segeln willst. Ja, komm mit, der junge Boy. Hier. In Ordnung. Wie hast du das Gold? Wunderbar. Jetzt musst du mir nur noch genau sagen, was ich machen soll. Simon, Captain. Ja gut, Captains Frage ist jetzt geklärt. Es gibt noch... Im Kloster gibt es mir noch eine. Ich habe jetzt nämlich quasi Jack bereit. Torloff ist bereit. Und im Kloster gibt es noch diesen gewissen einen Boy. Den wichtigsten aller Kerle. Komm. Sir. Komm. Jorgensen. Ist er jetzt eigentlich auch schon bereit mittlerweile? Keine Ahnung. Es würde gewagt. Die Sache mit deiner Zeche habe ich geregelt. Du bist frei. Wirklich? Wie hast du das angestellt? Das willst du nicht wissen. Menge Fantasie. Schön, soll mir auch egal sein. Besten Dank nochmal. Was ist mit deinem Angebot? Kann ich noch bei dir anheuern? Sir, mein Captain. Jetzt haben wir alle. Okay, gutes. War's das eigentlich schon? Die Captain-Frage wird dann wahrscheinlich Torloff übernehmen. Kein Stress. Und jetzt sollen wir da noch runter gucken. Moin. Hey. Freibier, sprich doch bitte mit dem Typen. Mit Neoras, der hat eine neue Redeoption. Okay, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Kann ich bei dir lernen? Braue mir. Du siehst so verschwitzt aus. Ich bin auch völlig fertig. Seit Tagen versuche ich schon, dieses verflixte Gebräu hinzukriegen. Es will einfach nicht gelingen. Was ist denn los? Nicht mein Problem. Was für ein Trank soll das werden? Ich habe das Rezept einem reisenden Händler abgekauft. Es stehen einige seltsame, aber interessante Dinge darin. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Trank tatsächlich etwas bewirkt, aber allein mein Forscherdrang veranlasst mich weiterzumachen. Bist dich. Was ist dein Problem? Nicht mein Problem. Was ist das Problem? In dem Rezept steht etwas von einem Drachenei. Ich habe natürlich keins von diesen Dingen. Oh Gott, nein. Also versuche ich, diese Zutat zu simulieren. Allerdings bisher mit wenig Erfolg. Ein simuliertes Drachenei. Sollte dir einmal so ein Ding in irgendeiner Grabhöhle über den Weg rollen, dann denk an mich. Ja, ich habe da zufällig ein Drachenei. Soll ich es hergeben? Ich meine, es ist ein Drachenei. Kannst du dich in ein Straußenei nehmen oder sowas? Ich würde sehen, was ich tun kann. Was verwendest du denn statt dem Drachenei? Glaub mir, das willst du. Oh Gott, nicht. Jetzt will ich's wissen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Hey, das war nur ein Witz. Ich glaube nicht, dass du tatsächlich ein Drachenei finden wirst. Abwarten, ich hab da ein Drachenei zufällig. Ich hab hier ein Drachenei für dich. Du willst mich auf den Arm nehmen? Natürlich. Wahrhaftig. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Wo hast du es gefunden? Das behalte ich lieber für mich. Großartig. Was willst du dafür haben? 2500 Gold. Ja, ey, woher weiß Neoras, wie ein Drachenei ausschaut? Das... Keine Ahnung. Überrasch mich. Ich will etwas von dem Rezept, wenn es fertig ist. Gib mir etwas von dem Trank, wenn er fertig ist. Also gut. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was dabei herauskommen wird. Nix. Komm später wieder, wenn ich ihn vollendet habe. Oh Gott, das Drachenei-Gebräu. Ja, yeah, gut, okay, dann wäre das hier auch abgeklärt. Keine Ahnung, das zühlen wir jetzt. Die Mannschaft muss wachsen. Wir brauchen eine tatkräftige Mannschaft, Leute, die den Helden immer und überall unterstützen. Und dafür müssen wir zurück in die Abendstadt. Ja, am Ende geht's einfach nur. Am Ende geht's einfach nur badum. Keine Ahnung. Yo. Sollen wir nochmal mit die Paladine labern, ob sie jetzt abhauen?
Ich dachte, die marschieren dann so richtig geil, episch dann los ins Minental, um da mal richtig aufzuräumen. Alles, was da noch da ist an Drachen, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt jetzt erstmal Diego mit. Es war der Ursprungsplan. Diego, mein Freund. Ich werde Korinnes verlassen. Kluge Entscheidung. Ich wünschte, ich könnte mit. Die Stadt hat sich zu sehr verändert. Die Zeit des schnellen Goldes ist vorbei. Ich könnte dich im Bogen schießen, Schlösser knacken und Geschicklichkeit unterrichten. Außerdem kannst du sicher einen guten Dieb gebrauchen. Na klar. Ach, Diebe sind unehrenhaft, Diego. Du bleibst hier. Komm doch mit. Wir werden uns am Hafen versammeln. Ah, du hast recht. Korinnes ist ein Loch. Ich werde mit dir gehen. Warte einen Augenblick. Ich bin sofort fertig. Oh Gott, stimmt. Ja, jetzt läuft er in seine Bude und zieht sich um. Es wird spannend. Ich bin gespannt. Ja, da kommt er ja. Oldschool Diego. So, ich bin bereit. Wir sehen uns am Schiff. Auf jeden Fall. Kümmere dich um die Stadt. Ja, bleib hier. Mann. So, und ihr haut jetzt immer noch nicht ab, oder? Oder wartet ihr noch? Ja, haut endlich ab. Jetzt, wo die Burg gestürmt wurde, brauchen wir umso mehr Vorräte. Ach komm. Aber unser Aufbruch wird sich dadurch nicht lange verzögern. Ja, was kann man denn noch machen, dass die abhauen? Jemand wird dafür büßen müssen. Ja, wir brauchen Vorräte. Ja, haben wir noch Aufgaben? Hier, wir werden mal ein Captain. Muss ich die Captainsfrage klären vielleicht? Das Schiff haben wir ja. Hallöchen, braucht ihr noch irgendwelche Vorräte, meine Paladine? Hey! Brauchst du Vorräte? Ehrlich, ich hab's selbst. Weiß ich ja nicht. Irgendwann brauchst du Vorräte. Und stärker werden. Ich habe das Hauptquartier der Orks ausfindig machen können. Der oberste Kriegsherr ist gefallen. Das sind großartige Neuigkeiten. Das wird die Orks für eine Weile beschäftigen. Alle Achtung! Wenn wir noch mehr Ritter deiner Art hätten, wäre die bevorstehende Schlacht ein Zuckerschlecken. Hier, lass dir von unserem Gold deine Ausrüstung richten. Geil! Ja, wow! 300! Welch edle Spende! So haben sie jetzt ab, ich weiß nicht, ob die abhauen. Das nicht sieht, los, Paladine, marschier doch bitte los. Hey, du. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll, dass ihr loslauft. Das war doch schon vorher klar. Klären wir die Captainsfrage. Torloff muss jetzt an Bord. Kloster. Großbauer. Großbauer. Und dann wir titeln wir noch ins Team, also. Denke, sei mein Captain. Sei mein Kapitän. In Ordnung. Besorg mir ein Schiff und eine ausreichend starke Mannschaft und ich bring dich zu der verdammten Insel. Hab ich. Hast du eine Seekarte? Ohne so ein Ding werden wir nicht weit kommen. Das haben wir alles. Lass das meine Sorge sein. Wir sehen uns am Hafen. Da bin ich ja mal gespannt. Ruhig Blut. Okay, er läuft jetzt zum Hafen. Sehr gut. Wollen wir noch eine Teleportation starten? Ja, hatte das nicht. Wir müssten zum Pass in Korinnes. Ja, das geht jetzt. Bam, bam, bam. Wir marschieren durch, Leute. Wir marschieren. Hier so. Zum Männerhof. Oh Gott. Ja, der Männerhof ist sowieso der coolste. Das ist auch überhaupt nicht sexistisch, weil gegen den reinen Frauenhof hätte ich auch kein Problem. Apropos, zur Lobart müssen wir auch noch gucken. Zu Lobart müssen wir auch noch gucken. Moin Wolf, du hältst hier die Stellung, habe ich gehört. Hättest du Lust, mit einem Schiff hier zu verschwinden? Nein, jetzt nicht mehr. Ich habe schon meine Aufgabe gefunden. Vielleicht ein andermal. Gott, okay, Wolf bleibt dann wohl hier. Na gut. Dafür kommst du mit, oder? Wie sieht's aus? Ganz gut. Ich habe nur immer noch diese miesen Kopfschmerzen, obwohl sie schon besser geworden sind, seit ich nicht mehr im Minental bin. Ich bleibe erst einmal hier. Dann weißt du, wo du mich finden kannst, wenn du mich brauchst. Ich brauch dich. Anna, komm mit. Wie sieht's aus? Ganz gut. Ich habe nur immer noch diese... Ich brauch dich aber. Ja,
Muss ich zum Schiff? Warte, muss ich zum Schiff? Keine Ahnung. Ich meine, ich kann doch die alle mitnehmen mittlerweile. Hafenstadt? Oder ist die Mannschaft schon voll? Nein, die Mannschaft ist noch nicht voll. Die Mannschaft ist überhaupt noch nicht voll. Ich habe gehört, du suchst Leute für dein Schiff. Ja. Ich bin dabei. Na gut. Gute Leute kann ich immer brauchen. Gute Leute kann ich immer brauchen. Alles klar. Wir sehen uns dann am Schiff. Ja klar. Hat der schon mal einkassiert? Ich nix wissen, Leute. Das ist alles ein bisschen durcheinander geraten. Keine Ahnung. In der nächsten... Ich werde jetzt dann mal versuchen, mich im Minental noch ein wenig umzuschauen. Wenn ihr versteht. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Ob wir das aufnehmen oder nicht. Diego, Gorn, Lee, Mario, Torloff, Biff, Milton. Ich hab doch alles. Aber machen wir Torloff nochmal hier. Grüße. Lass uns zur Insel aufbrechen. Lass uns zur Insel aufbrechen. Alles klar. Her mit der Karte und dann geht's los. Alle an Bord! Denk daran, dass du auch wirklich alles dabei hast, was du brauchen könntest. Es gibt keinen Weg zurück. Wenn du dir sicher bist, hau dich erstmal in der Kapitänskajüte aufs Ohr. Die Reise wird einige Zeit dauern. Seekarte, Kajütenschlüssel. Es ist absolut alles erledigt hier. Die anderen Quests sind jetzt auch fertig. Keine Ahnung. Alles ist fertig, keine Ahnung. Martin, willst du auch mit? Ich weiß nicht, ob der mitkommen kann. Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Was hast du dann? Passt. Hey, musst du sowieso noch jede Menge Shit besorgen. Hey, Longerzbrocken. Perfekt. Perfekt. Oder ist die Mannschaft jetzt voll? Ich habe für so etwas keine Zeit. Kann ich jetzt überhaupt einen Leute mitnehmen? Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken hier. Gerbrand, willst du mit? Du. Nein. Und ich will die Balladine loswerden. Kann doch nicht wahr sein. Chillt immer noch hier. Das habe ich noch gar nicht gewusst. So, Boys, wollt ihr jetzt hier weg? Bitte. Jetzt, wo die Burg gestorben ist, aber unser Aufbruch wird sich dadurch nicht... Kann doch nicht wahr sein. Leute, wir hätten Bennett fast vergessen. Der muss ja auch noch mit. Der wichtigste Schmied. Kann ich dich mitnehmen, Bennett? Bitte, 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 bitte. Ich muss zu einer Insel. Ich könnte einen Schmied gebrauchen. Und da hast du an mich gedacht? Ja, Mann. Was sagst du? Dann wärst du auf jeden Fall weg von hier. Besser als Onashof. Junge, selbst die Hölle kann nicht so schlimm sein. Ich bin dabei. Sehr geil. Komm mit. Sei mein Schmied. Sir. Wir sehen uns am Hafen. Alles klar. Bis nachher. Und er hat Söldnerklamotten. Dann. Jawohl, da läuft er. Mit stolz geschwellter Brust. Wunderbar. Perfekt. Souverän. Aber Lester kann auf jeden Fall mit. Moin Lester, würden Sie bitte mitkommen? Ich habe herausgefunden, wo sich der Feind versteckt. Ja, Mann. Ich habe herausgefunden, wo sich der Feind versteckt. Frag mich nicht wieso, aber ich spüre, dass ich dich begleiten sollte. Bam, oder? Wie meinst du das? Ich kann es nicht erklären, aber ich weiß, dass ich die Antworten nur erfahre, wenn ich dich begleite. Ja, dann komm noch mit. Dann komm mit und hol dir deine Antworten. Wir treffen uns am Hafen, wenn ich soweit bin. Beeil dich, unsere Zeit ist knapp. Jo, Mann. Ja, und die Paladine laufen anscheinend dann echt nicht los. So eine Scheiße. Jetzt flucht der schon wieder. Mein Gott. Hab ich noch Zeit? Ich hab keine Zeit mehr, Mann.
Ich läuft mein Vater in die Aufnahme. Oder der Shit hier. Mann. In 10 Minuten ist Arbeit. Was soll der Mist? Ne, dann in 10 Minuten in einer halben Stunde. Aber 10 Minuten muss ich mich fertig machen für Arbeit. Okay. Ist alles ein bisschen ungeplant und unkonventionell heute. Lester haben wir dabei. Gorn ist dabei, Diego ist dabei, Milton ist dabei. Fehlt sonst noch einer? Zu Lobertshof wollten wir noch gucken. Ja, gucken noch zu Lobertshof. Da gibt es noch ein paar Quests, also ein paar Dinge. Der hat Probleme, der Boy. Der braucht Hilfe, das können wir noch schnell machen. Und zurück ins Kloster auch. Trank abholen, wenn der schon fertig ist. Hallo Marlet. Ist alles ruhig hier auf dem Hof hier? Der Paladin macht seine letzten. Reg dich nicht so auf. Hau schon ab. Danke, wie höflich aber auch. Der Paladin macht seine letzten Streifzüge durch die Wildnis, ob alles in Ordnung ist hier. Lobert! Das wäre schwierig, nee. Gib Acht auf deinen Hof. Ich habe die Orks von deinem Land beseitigt. Da soll noch mal einer sagen, dass die Paladine nichts für uns kleine Bauern tun. Innos sei gedankt. Ich kann dir nicht viel geben. Aber ich hoffe, du erkennst meine Geste der Dankbarkeit an. Auf jeden Fall. Das wird schwierig. Dann haut er mal aufs Maul. Echt. Rauf den jetzt nicht aus. Hallo, komm, die kleinen Bauern darf man nicht ausrauben. Sowas geht überhaupt nicht. Zurück zum Kloster. Kloster. Vielleicht ist der Trank fertig. Aber keine Ahnung. Wahrscheinlich muss man da ein paar Nächte pennen, dass der Trank fertig ist. Grüße, meine Magie. Habt ihr einen Trank für mich gebraut? Ist der Trank schon fertig? Hallo? Hey! Er ist wohl noch nicht fertig, ja? Muss mal pennen ein paar Mal oder so. Ja gut, dann. Dann pennen wir mal, oder? Ne, ich schlafe jetzt keine 3 Nächte durch. Das mit dem Trank, das machen wir dann vielleicht vorm Aufbruch noch. Direkt. In der nächsten Folge machen wir Minental. In der nächsten Folge machen wir Minental. Irgendwie. Schauen wir mal. Ja, stimmt. Xardas Turm will ich auf jeden Fall noch. Der ist ja sogar noch Classic. Den kann man sogar noch aufnehmen. Das habe ich früher auch gemacht. Bis dahin tüdelt. Wir sehen uns. Haut rein.